Also ich wurde als junger Mann entwurzelt. Meine Eltern hatten massiven Leistungsdruck. Ich bin rausgerissen worden, als ich 10 Jahre alt sind wir ausgewandert nach England, dann zurückgewandert nach Deutschland 4 Jahre später. Ich habe dann nicht mehr reingefunden, meinen alten Freundeskreis, Einsamkeitserfahrung. Und ich habe dann, war trotzdem irgendwie, wir Menschen sind ja irgendwie Rudeltiere. Und ich habe nach Gemeinschaft gesucht. Und ich habe die da leider kurzzeitig gefunden, weil ich war sehr sauer auf meine Eltern, sauer auf Schule, sauer auf Gesellschaft, warum mir das alles angetan wurde. Und mir wurde da kurzzeitig eine Heimat geboten. Und die haben gesagt, Mensch, wenn du zu uns kommst, dann gibt's da Familie. Und den Ruf habe ich gehört und bin da leider reingegangen. Ich bin da auch nicht reingerutscht durch Zufall, sondern ich wusste, welche Leute da drin sind und bin da auch ganz bewusst reingegangen. Ja, also ich fühlte mich halt selber auch ausgegrenzt. Ich bin jetzt kein Teil der Gesellschaft. Ich fühlte mich nicht angenommen. Ich fühlte mich nicht akzeptiert. Ich hatte dann eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich bin anders wie andere in der Schule, die alle gleich waren. Und dann habe ich dieses Gefühl erstmal selber an mir gehabt und habe es nachher selber weitergegeben, habe Leute selber ausgegrenzt. Mir fällt es immer nicht ganz so leicht, mich dann auch hier hinzusetzen vor so einem Publikum und dann zuzugeben, ja, ich war Neonazi, ja, ich war Gewalttäter, ja, ich habe Menschen gehasst, ja, ich habe diese Dinge getan. Weil natürlich die Leute die Arme verschränken, sich zurücklehnen und sagen, oh Gott, wie kann man so einer Person eine Bühne geben oder so. Und ich möchte ja versuchen, mit der Schuld umzugehen. Ich mache das hier nicht wieder für Wiedergutmachung, sondern ich möchte, dass junge Leute nicht meinen Lebensweg gehen. Weil wenn sie meinen Lebensweg nicht gehen, in dieser Radikalität, im Rechtsextremismus, dann entstehen keine neuen Opfer. Ich habe bis heute immer wieder Gedanken darüber. Und das kann ich Ihnen sagen. Wissen Sie, 20 Jahre lang habe ich Leben nur schlechter gemacht. Ich hab versucht, ein Leben auf Hass, auf Gewalt, auf Fremdenfeindlichkeit aufzubauen. Dadurch ist nichts Gutes entstanden. Ich habe 20 Jahre lang ein Leben nur beschissener gemacht. Es tut mir leid, dass ich es so direkt sage. Aber dieses Leben da drin hat nur Leben ruiniert. Ich habe das Leben meiner Eltern ruiniert. Ich habe das Leben meiner Opfer ruiniert. Ich habe das Leben von deren Familien ruiniert. Ich habe auch zuletzt mein Leben ruiniert. In meiner Lebensgeschichte, wo ich da drin war, gibt es nur Opfer und nur gibt es nichts Positives. Schön wäre es, wenn das so gehen würde. Also das ist aber so eher sowas für einen Walt Disney-Film. Also so, man geht die Straße lang, kriegt einen Demokratie-Flyer in die Hand. Das wäre ja toll, wenn das gehen würde. Ne? Dann würden wir jeden Tag Flyer verteilen. Ich habe auch nicht Jesus gesehen, nachts oder so, sondern das, was ich mitgeben kann. Falls das jemand auch sieht, der gefangen ist im Rechtsextremismus oder so, der weiß selber, dass diese Ideologie enttäuscht, dass die Menschen, mit denen man da drin ist, die enttäuschen. Und das war es eher. Es war die Anhäufung dieser Enttäuschung. Mir wurde als junger Mann versprochen, wir sind die Guten. Hier gibt es Familie, Anerkennung und so weiter. Das gab es alles nicht. Wir waren immer die Bösen und da gab es auch keine Familie. Wir haben uns belogen, betrogen. Wir waren voller Hass, wir waren voller Abwertung. Und es war die Ansammlung vieler negativer Erlebnisse, die das stetig diesen Stein ausgehöhlt haben. So muss man sagen. Und dann gab es einschneidende Erlebnisse mit schweren Gewalttaten, die dann dazu geführt haben, dass ich einfach nicht mehr konnte. Also ich glaube, dass heute über Social Media die Leute sich schneller radikalisieren können. Das, was bei mir so eine Zeit gebraucht hatte, dass ich erst ein bisschen Musik konsumiert hatte, dann wurde man aufmerksam, so ein paar ältere Kameraden damals so aus NPD-Kreisen oder Republikaner oder so, das hat sich über Monate, teilweise über ein Jahr oder anderthalb Jahre gezogen. Heute, wenn man sich erstmal anfängt, ganz kurz sich dafür zu interessieren, wird man innerhalb kürzester Zeit vielleicht täglich bombardiert mit Inhalten. Da geht der Schritt von der schwarz-rot-goldenen Fahne zur schwarz-weiß-roten Fahne zur Hakenkreuzfahne vielleicht innerhalb weniger Wochen. Man wird bombardiert und ich glaube, die Radikalisierung findet heute schneller statt. Und ein großer Unterschied ist, dass sich Leute heute alleine radikalisieren können. Bei uns war das in den 90ern ganz normal, dass man eine Gruppe hatte. Kaum einer saß alleine zu Hause. Weil der wäre gar nicht an die richtigen Dinge rangekommen, wie Musik und so weiter, da brauchte man ein Netzwerk für. Heute kann jemand in seinem Kinderzimmer sitzen, sich abschotten von der Familie, abschotten vom Freundeskreis, von Familie, Schule, alles abschotten und kann sich selber alleine radikalisieren und dann entsprechend auch gefährlich werden, um Anschläge, Attentate oder Gewalttaten durchzuführen. Was immer wieder ist bei meinem Vortrag, weil der sehr emotional aufgebaut ist, und ist natürlich recht herzlich mal eingeladen nächstes Jahr,
dass viele der Jugendlichen rausgehen und über sich selber nachdenken, überhaupt, okay, wer hat mich überhaupt beeinflusst? Warum habe ich diese Vorurteile? Weil wir alle haben ja irgendwas mitbekommen mit Vorurteilen. Ich glaube, keiner ist auf dieser Welt ohne Vorurteile. Wir stecken Menschen ganz schnell mal in Schubladen. Und das Feedback ist so, dass die jungen Leute sich danach zumindest fragen, okay, welche Vorurteile habe ich in mir drin? Und dass sie sich damit beschäftigen, okay, wer in meiner Familie, in meinem Freundeskreis sagt denn abwertende Dinge? Ja, da kommen dann Rückmeldungen meistens so über Social Media danach, über Instagram und sagt so, ja, ich wollte das nicht vor der Klasse oder vor der Stufe sagen, aber ich habe da auch einen Onkel, der sagt das und das. Oder der hat so ein Zimmer, der hängt so und so eine Fahne. Und dass sie überhaupt sich damit beschäftigen, okay, das gibt's in meinem Umfeld. Und dass sie es hören, wenn sie sich dafür interessieren und in diese Szene einsteigen, wohin dieses Leben führt. Das ist so die Rückmeldung eigentlich, dass sie sich sehr auf einmal mal das erst oder mal mit sich selber beschäftigen, okay, habe ich schon Vorurteile in mir? Hasse ich schon Menschengruppen oder habe ich da große Vorurteile gegen? Das ist so die Hauptrückmeldung. Grundsätzlich, wer da rausgehen möchte, ich kann staatliche Programme empfehlen, auch nicht staatliche Programme. Geht den ersten Schritt, geht auch vielleicht zu einer Kirchengemeinschaft oder so. Da gibt es auch Sektenbeauftragte, auch die beim Ausstieg helfen können. Es gibt so viele, egal. Meldet euch irgendwo und sagt, ihr braucht Hilfe. Und da können die passenden Stellen gefunden werden. Also da gibt es in jedem Bundesland gibt es da von staatlichen Stellen oder nicht staatlichen Stellen Programme. Falls jemand da Hilfe braucht, kann er sich gerne melden und dann können wir da gerne was vermitteln.